Hallo Welt, da sind wir wieder hinter uns. Wir laufen drauf zu, ist gut, Warwick. Wir werden hier noch pofen eine Nacht. Und dann geht es weiter zur nächsten Siedlung auf unserer Siedlungstour. Und wie ich sehe, könnten wir auch ein bisschen was von unserem Gewicht loswerden. Aber ich weiß gar nicht, hier sind wir gar nicht so oft. Wir haben jetzt einmal in der letzten Folge den Zähler nach oben gestellt hier. Wir waren scheinbar erst zum zweiten Mal hier, seit der Zähler installiert wurde. Also müssen wir nicht unbedingt hier was in die Kisten schmeißen. Das machen wir dann in der Burg. Die nächste Siedlung ist nicht die Burg. Die nächste Siedlung müsste dann Spectacle Island sein. Da schwimmen wir gleich rüber. Und da lassen wir aber auch nichts. Da sind wir, denke ich, auch nicht allzu oft. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Und an deiner auch. So, unser Augenbord hat die ballistische Faser auch gefunden. Die könnten wir jetzt bergen. Aber mit uns geht es erstmal nach Spectacle Island. Eine Insel, an die ich mich erinnere. Da haben wir hatten vor, dort etwas zu bauen. Und ich erinnere mich noch an wunderschöne Einsendungen von euch. Vielen Dank an der Stelle nochmal zu den Zuseher-Siedlungen. Ihr habt da wirklich was ganz Großes gebaut. Und ja, jetzt, wo ich drüber rede und mir das so alles vorstelle, erinnere ich mich auch, dass ich da auch noch etwas ganz Besonderes vorhatte. Und auch das wollte ich nie so richtig verraten, was ich davor hatte. Aber so viel kann ich sagen. Es sollte viel mit dem Contraptions, mit den Bauteilen aus dem Contraptions Workshop passieren. Auf Spectacle Island. Mal sehen, ob wir das noch machen. Also sind wir ja im Commonwealth noch gar nicht so fertig mit dem Bauen, was wir da so alles uns gedacht hatten. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir hier nochmal großartig abreißen. Das ist doch alles nur provisorisch hier aufgebaut, kann ich mir denken. Alles gut bei euch hier? Eine Blutprobe haben wir sogar bekommen hier. Wer steht hier so? Wer läuft hier so rum? Das ist Wahnsinn, oder? Da kann man... Hi. Was darf sein? Nein, schon gut, ich bin schon wieder weg. Da kann man die ganze Siedlung kann man hier bebauen. Und dann hat man einen größeren Balken, der nach gefühlt 10 Teilen dann schon voll ist. Die ganze Insel bebauen hier, warum auch nicht? Ach, ich meine, das haben wir doch schon ganz schön gemacht hier mit dem Steg. Ist das, haben wir das gebaut oder war das schon? Das haben wir tatsächlich gebaut, ja. Ich glaube, da hinten wird es nochmal ein bisschen interessanter an den Containern, die da so rumliegen am Wasser, am Hafen. Aha. Haben wir einen Funk, einen Rekrutierungsfunkleitstrahl hier? Ja, den können wir schon mal ausschalten. Oh, jetzt ist aber die Abwehrmaßnahme gegen die Meyerlurks auch ausgeschaltet. Ist aber nicht so tragisch, wie ich finde. Wie sieht es in unserer Werkstatt aus? Haben wir Wasser hier drin? Erstaunlich wenig Wasser. Und Kronkorken jetzt auch nicht so viel. Ich erinnere mich, wir hatten hier mal das Glück, dass wir hier über 20.000 Kronkorken, glaube ich, rausgeholt haben. Das ist auch schon nicht schlecht. 6.900. Besser als gar nichts. So, dann schauen wir uns noch mal weiter in der Siedlung um. Da drüben haben wir schon gesehen, ein Boot steht dort.
Ja, hier würde ich ja schon ganz gerne oben diesen, ja, diesen Strahler eingeschaltet lassen, der dafür sorgt, dass die Meyerlurks ferngehalten werden. Oh, von hier aus kann man das gar nicht sehen, aber ich meine Lautsprecher, ja, die senden diese Töne aus, diese Hochfrequenztöne oder was auch immer. Und dann sollen angeblich die Meyerlurks ferngehalten werden. Jetzt ist das Ding aus und dann können wir mal sehen, ob dann vielleicht jetzt mehr Meyerlurks angreifen oder nicht. Bis jetzt war es meistens so, wenn ich mich richtig erinnere, dass Meyerlurks also immer hier waren. Nö, wir brauchen das gar nicht zu reparieren, weil wir haben genug Hunde hier. Wir wollen ja nicht noch mehr Hunde anlocken. Ja, ich erinnere mich, dass hier also immer angegriffen wurde, wenn wir hier waren mal. Also hier oben hatten wir auf jeden Fall, wie man sehen kann, auch noch vor, groß zu bauen. Ja. Wenn man es schafft, hier aufs Boot zu kommen, könnte man da oben noch mal gucken, wie wir das hier alles gebaut haben. Oh, ganz so schön ist es ja nicht. Ich dachte, wenn hier schon eine Leiter steht, dann haben wir hier oben vielleicht auch noch irgendwie was ausgebaut. Nein, es ist nur ein Generator hier. Ergibt auch Sinn. Hier ist er relativ gut geschützt. Ja, sehr viel Wasser und immer noch sehr, sehr viel Platz für weiteres Wasser, für weitere Wasseraufbereiter, die Industriellen. Gut, wir haben 26 Leute hier, sehe ich. Wir haben 41 Essen, das reicht lang. Und wir haben Wasser nur 565, was ein bisschen peinlich ist für so eine Insel. Wir hatten irgendwo eine Siedlung, da ist überhaupt gar kein Wasser gewesen. Und da haben wir über 900 Teile Wasser. Ach so, im Vault 88. Ja, das ist sowieso ein Spezialfall. Ja, aber hier, wenn man sich das mal anguckt, da könnte man ja noch so viel bauen hier. So viele Wasseraufbereiter hier hinstellen. Wer schwimmt da im Wasser? Das sieht mir fast nach einem Versorger von uns aus. Ja, nachdem die Versorger hier das nie geschafft haben, hier anzukommen und immer verschwunden sind, haben wir doch unserem Versorger hier mal so einen Strahlenschutzanzug angezogen. Ich glaube, der Tipp kam auch von euch aus der Community. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja, einen Strahlenschutzanzug und dann hat er es auch geschafft, hier mal rüberzukommen. Trotzdem ist das hier sehr fragwürdig mit dieser Siedlung. Und ihn hier könnten wir schon mal irgendwo anders hinschicken. Mich wundert es ja, dass die ganzen Siedlungen, die noch vor uns liegen, dass die alle schon voll sind. Das wundert mich ja jetzt. Nö, können wir gar nicht woanders hinschicken, weil wir haben gar keinen Platz mehr. Ja gut, 26 Leute hier. Das geht ja. Essen 41, Wasser 565, Energie 677 und Schutz 46. Außerdem haben wir noch Betten 34. Aber bei 26 Leuten reicht das. Und eine Moral von 60, die gerade steigt, weil wir in der Siedlung sind vielleicht. Das ist unser Marktplatz hier. Das ist ja jetzt alles andere als spektakulär hier. Aber es ist alles da. Ja, und jetzt können wir vielleicht unser Inventar auch mal leer räumen hier. Wir haben hier einen Handelsplatz, eine Handelskiste irgendwo hier unten. In die Handelskiste, da können wir doch ein paar Sachen reinschmeißen. Wo ist denn unser legendäres Teil? Ja, das sollte eigentlich nicht da rein. Das sollten wir nach Sanctuary Hills sollten wir es bringen. Na, da haben wir erstmal nichts, aber wir müssten Wasser doch gerade eingesammelt haben. Aufbereitetes Wasser 18. Immerhin. Ja, wir wollten doch gar nichts hier ablegen, habe ich doch noch gesagt. Wir wollten doch in der Burg wollten wir ein bisschen mehr ablegen.
Eine Erntekiste haben wir hier. Die Handelskiste, ich weiß nicht, wofür die Kiste ganz oben drauf ist. Vielleicht für Sachen, die woanders hin sollen, zum Beispiel nach Sanctuary Hills. Dann gucken wir mal weiter. Natürlich, den Handelsposten haben wir auch hier. Oh, Gammelkarla scheint auch den Weg abzulaufen, den wir gerade ablaufen. Vielleicht sehen wir sie nochmal in der nächsten Folge dann. Und hier haben wir super viele Mutabären. Aber nochmal, vom Platz her, man könnte so viel bauen auf der Insel. So unglaublich viel könnte man hier bauen. Die ist so groß. Wir gehen mal lieber wieder in den Baumodus, damit wir hier nicht groß abgelenkt werden. Haben wir denn den Rekrutierungsfunkleitstrahl? Ja, den haben wir ausgeschaltet. Ja, dafür, dass wir hier so lange dran rumgewerkelt haben, muss ich sagen, steht erstaunlich wenig jetzt hier. Und das mit dem Marktplatz ist ja eher so provisorisch dahin gebaut. Ja, ich war jetzt vor allem neugierig auf den... auf dem Bereich hier um den Hafen, wenn man das Hafen nennen kann hier überhaupt. Ja, damit meine ich, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Eine kleine Scheune, die schon hier stand. Die haben wir auch genutzt. Und das stand auch schon alles. Ja. Ich habe in Erinnerung, dass hier irgendwo so Container, Frachtcontainer waren. So ein ganzes Lager mit Frachtcontainern. Oh, da ist ja noch was. Ja, aber auch nicht sehr viel damit los. Man kann hier noch eine Menge, könnte man hier noch abreißen. Aber ich habe es ja immer ganz gerne, wenn das so natürlich wie möglich bleibt. Oh, das haben wir alles gebaut hier. Ah ja. Und das Artillerieteil ist hier überhaupt nicht besetzt. Und im Allgemeinen sind hier wenig Leute scheinbar an dieser Stelle. Von wegen, wir sind fertig mit dem Commonwealth. Wir haben alle Siedlungen bis auf Fischreiertoren, Yachthafen bebaut. Hier ist aber noch eine Menge zu tun, finde ich. Und das hier soll doch wohl auch nicht so bleiben. Steht da einfach so in der Luft. Wahrscheinlich stand mal ein Gebäude drumherum und wir brauchten einen Bauplatz oder so. Ja, Spectacle Island sollte noch eine andere Besonderheit haben. Und zwar sollte es hier irgendwo einen geheimen Eingang geben zum Hauptquartier der Railroad. Ist sie hier? Sie ist doch so angezogen. Sie gehört doch zum Artillerieteil. Warum steht sie denn hier rum? So viel Zeit muss sein. Ja, die Insel ist zwar groß, aber jetzt ziemlich karg bei uns doch. Allerdings nochmal zurück zu dem, was ich da schon mal angedeutet hatte vorhin. Ja, ich hatte was anderes hier mit der Insel noch im Sinn. Ich wollte hier noch was anderes bauen. Und darüber wollte ich noch nicht so viel verraten. Nur eben, was ich sagte vorhin, dass... vor allem Teile aus dem Contraptions. Ach, können wir sie gar nicht zuweisen. Na gut. Aus dem Contraptions Workshop hier zum Einsatz kommen sollten. Dann habe ich ja auch schon festgestellt, dass einige Sachen gar nicht so richtig funktionieren. Also die
Diese Tonpylone, wenn man das dazu sagen kann, die Soundteile, die Lautsprecher, ja, die zum Beispiel geben ja dann irgendwann nur noch einen Dauerton von sich, also die funktionieren auch nicht so richtig. Damit hatte ich eigentlich vor, auch ein bisschen mehr was zu machen. Ja, was soll man sagen? Die Sachen sind über 200 Jahre alt. Ein Wunder, dass wir überhaupt noch so etwas finden, dass wir überhaupt noch sowas bauen können. Irgendwie ist hier ein... Ach, da oben. Ein MG-Geschützturm. Ein Wunder, dass so etwas überhaupt geht, ja. Und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ja, wenn ich nicht mehr weiß, wo der Eingang war zum Hauptquartier der Railroad, ja, dann werde ich das wohl auch nicht finden hier. Denn die Sachen sind manchmal wirklich gut versteckt, wie ich finde, so. Aber da braucht man ja eigentlich nur die Gebüsche mal abzulaufen. Oh, eine Ruine. Oder irre ich mich da mit dem Eingang zur Railroad? Könnte auch sein, dass ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe, was hier so abgeht. Ja, ich kann mich erinnern, es war eine Luke und dann war man bei der Railroad. Ja, aber so daneben liegen kann man ja nicht. Es war eine Luke. Das war wahrscheinlich, mussten wir irgendwann mal ein Hauptquartier für die Railroad aussuchen und da konnten wir dann die Wahl treffen zwischen Bunker Hill und hier vielleicht. Und das war's. Aber eine Luke? War da wirklich eine Luke irgendwo? Wo soll man dann rausgekommen sein? Hier ist doch nirgends was. Na, das ist dieses Ding hier wahrscheinlich. Oder ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen. Ja, wenn hier irgendetwas wäre, das hätten ja andere auch schon gefunden. Ja, wir können das ja andersrum machen. Wenn wir mal bei der Railroad irgendwo sind, dann können wir ja von da aus auch mal gucken, ob wir von da aus nach Spectacle Island kommen. So, haben wir uns jetzt die Siedlung überhaupt richtig angeguckt? Also hier vorne haben wir ein kleines Häuschen gebaut. Für, ich denke, das ist für die Artillerie-Teilfrau, obwohl die hat dann einen ganz schön weiten Weg. Ah, hier Railroad. Die hat dann einen ganz schön weiten Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Aber meistens haben bei uns ja die Artillerie-Teilfrauen immer ein extra Häuschen. Oh, hier, die Ärztin geht dorthin. Vielleicht ist es auch die Ärztin. Warum ist sie so richtig angezogen, aber hat ihren Arbeitsplatz nicht? Sind da vielleicht ein paar Arbeitsplätze kaputt gegangen? So, hier links sollten die Baracken sein, hier. Haben wir das extra so gebaut, damit hier keine Meyerlurks reinkommen und die Betten kaputt machen? Damit wir nicht immer die Betten reparieren müssen? Ich kann einfach nicht verlieren. Haha. Und den Automaten lieben sie auch alle. Ja, die Marktplätze gucken wir uns nochmal an. Aber wie es aussieht, ist hier nicht zerstört worden. Sollten eigentlich alle funktionieren. Ja, dann. Haha, wieder gewonnen. Dann gehe ich doch einfach mal ganz spontan davon aus, dass die Folge am Ende ist. Ein spontanes Ende der Folge nach 19 Minuten und 30 Sekunden haben wir gefunden, so ungefähr. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Der Hammer-Spielautomat. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die Burg an.
Und da werden wir, denke ich, aber rüberschwimmen. Und ich denke, wir werden von hier aus rüberschwimmen können. Ja, das sollte klappen. Ja, was für ein Foto nehmen wir denn hier? Von hier aus vielleicht mit den vielen schönen Mutabären. Curry ist auch schon mit dabei auf dem Foto. Dann bedanke ich mich nämlich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir auf unserer Siedlungstour uns Spectacle Island angeguckt. Spectacle Island. Und die Verbindung, die Versorgungsroute ist abgebrochen hier zwischen Good Warwick und Spectacle Island. Warum auch immer. Ich meine, vorher stand die nämlich. Nun gut. So sieht's aus. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.